Hallo und herzlich willkommen da zurück bei City Skylines. Ja, es ist ein wunderbarer, wunderschöner Städtli. Und wir haben das letzte Mal ein Achievement bekommen. Wir haben nämlich 500 Einwohner. Und das heisst, wir haben wieder ein Stutz dazu bekommen. Und diesen Stutz möchte ich doch gerne verwenden, jetzt der arme, wie soll ich sagen, in der Industriezone ein bisschen Wasser zukommen zu lassen. Das heisst, kann man das dann nicht irgendwie krumm bauen? Nein, das geht anscheinend nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Gehen wir da halt drunter durch. So gut, dass wir so viel wie als möglich abdecken können. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd gelöst, aber hey, was soll's. So. Pausenmodus wieder weg. Und schauen, ob das Ganze funktioniert hat. Ja, die haben schon mal Wasser, die haben auch Wasser, die haben alle Wasser. Wunderbar. So, was will der denn? Der hat ein Müllproblem. So, so. So eine bist du also, hä? Okidoki. Das heisst, wir brauchen irgendwo eine Mülldeponie. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen ungefähr ab da. Nach links über. Noch nicht allzu weit. Und dann bauen wir auch da mal ein Mülldeponie. Waste Management, jawohl, was auch immer. Und ich würde das recht cool finden, wenn das gerade so da wäre. Wie komme ich jetzt so wieder raus? So. Ja, ich habe jetzt das einmal gelesen. Was ist da gestanden? Taking out the trash just became much more, was? Convenient than before. Ja, Hashtag. Garbage taking out the trash. Also, das Müll raustragen ist jetzt gerade viel einfacher geworden als voran. Irgendwie so etwas. Gang weg. So, gut. Ja, Mülldeponie, die scheint zu laufen. Was sehen wir da alles Schönes? Die heisst Landfill Site. Das nenne ich jetzt einfach mal Zürich. Und Zürich wird der Müll deponiert? Nein, das kann ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Das ist böse. Das ist ganz böse. Wir nennen jetzt einfach mal Müll. Der Müll kommt zum Müll. Das finde ich eigentlich. Ah, nein, ich kann eigentlich andere Sachen anschauen. Operating normally. Landfill site. A landfill site is used to store garbage. 0% full garbage trucks in use 5 von 15. Open the Budget Panel. Oh, interessante Sache. Jetzt sehen wir da mal unser Budget. Für was geben wir wie viel Geld aus? Oder wie viel bekommen wir rein? Das sind unsere Taxen. Also unsere Steuern. Wir haben 9% Steuern. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja, also momentan sind wir im Plus. Da sehe ich keinen Handlungsbedarf. Das läuft. Was aber ist, die wollen unbedingt mehr Lebensraum. Also würde ich sagen, tun wir doch da mal ein bisschen Lebensraum kreieren. Vielleicht wäre es aber keine schlechte Sache, wenn ich jetzt da drauf auch noch in die Straße ziehe. Mache ich doch das und zwar da. Ich glaube, das ist nicht mal so schlecht. Bam. So. Und dann können wir da nämlich sagen, das und das. Dann haben wir da etwas mehr Platz zum Häuser bauen. Und wir sehen, der Platz wird auch schon genutzt. Da nicht. Was ist das da für eine Zone? Das ist Gewerbezone. Also Gewerbezone, das ist okay. Die Nachfrage steigt zwar ein bisschen, aber wir haben da ja noch genug Platz. Darum sehe ich da kein Problem. Und jetzt muss ich mal schauen, wir haben hier 1, 2, 3 Gewerbezone, 1, würde ich sagen 2 Gewerbezone, 1, 2 Gewerbezone, immer so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich nicht mal so eine schlechte Idee von mir. Industrie ist gut, das läuft. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die wichtigeren Sachen, und zwar Schule. Wir brauchen doch irgendwie eine Schule. Wo habe ich die Schule? Die Schule ist da. Und ich habe natürlich zu wenig Geld für eine Schule. Das macht aber gar nichts, da wartet man halt ein bisschen.
Irgendwann werde ich mir dann schon wieder genug Stutz haben. Hoffe ich. Wie sieht es aus mit Kreditaufnahme? Ich würde gerne einen Kredit aufnehmen. Wo kann ich das machen? Kredit. Ökonomie. Vielleicht hier. Kredit. Bei der Silver Sunset Bank können wir einen Kredit von 20'000 aufnehmen. Wir müssen wöchentlich 403 zahlen. Können wir uns momentan also noch nicht leisten. Ich würde mir den Kredit erst dann leisten, wenn ich da auch wirklich im Plus bin. Weil sonst hat das einfach keinen Wert. Okay, aber trotzdem sollte man noch irgendetwas machen. Und zwar, wie wäre es mit Strasse? Und Strasse. Ich weiß schon, dass jetzt die näher zusammen sind als die da, das ist gewollt. Weil wegen dem da. So. Und jetzt, ich weiß schon, die werden jetzt gerade jümmerle. Oh, wir haben kein Wasser. Ja, und? Wer interessiert's? So. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist jetzt lustig, hä? Ah, jetzt. Also eigentlich reicht es ja bis da. Mehr braucht es gar nicht. Bam. Haben wir wieder ein bisschen Geld können einsparen sozusagen. Dadurch, dass wir die Rohre nicht so weit haben müssen aufziehen. Okay. Und irgendwie tut es, wir bekommen langsam ein Parkplatzproblem. Was bist denn du für ein komisches Auto? Bugspray Van. Returning to Facility. Kann ich... Follow. Ja, es geht. So, jetzt fahren wir mal mit dem Bugspray Van mit. Mal schauen, woher das der fährt. Oh. Der Howard Finch hat geschrieben, I would think that fresh water is basic stuff. Was? Nochmal. But no, how long do we have to wait for working water pipes? Tja, das weiß ich auch nicht. Frag schon mal den Stadtrat. Oder so. So, Bugspray, wenn ich glaube, ich... jetzt habe ich ihn verloren. Wieso habe ich ihn verloren? Ich wollte ihn doch followen. Wieso geht das nicht? Geht das nochmal im langsamen Modus, in dem Fall. Jetzt bleibst du stehen. So. So, der geht. Der haut ab. Wieso haust du ab? Hey, komm zurück. Wir haben doch da ein Bug-Problem. Obwohl, nein, Bugs habe ich bis jetzt noch keine können feststellen in diesem Spiel. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Und die haben tatsächlich kein Wasser dahinter. Oh, ja. Gut, dann will ich doch halt noch eine Wasserquelle anbauen. Und das hat ja lange so. So, jetzt hast du aber nichts mehr zu jammern, weil sonst, ja, eben. Okay, ich sehe gerade, wir könnten das einen Kredit leisten und ich würde sagen, ich mache das jetzt auch gerade. Weil ich jetzt noch eine Schule bauen will. So, also wir haben jetzt 23'000 Schule. Ich würde gerne eine Schule bauen. Und zwar, wieso nicht gerade da? So, ungefähr. Ja. Das sieht recht schlecht. Kann man das irgendwie noch rotieren? Ja. Oh. R. F. A. S. Also mit R bin ich auf, wie komme ich wieder runter? Keine Ahnung. Wie auch immer, da wollte ich eigentlich eine Schule bauen. Mache ich doch gerade. So, Bamzk. Wunderbar. Es läuft, es läuft.
Ich finde, unser Städtli wächst und gedeiht doch wunderprächtig. Oder findet ihr das etwa nicht? Ah, oh, noch schnell müssen husten, schnell zwischendrin. Nein, ich muss mich räuspern. Räuspern. So, wie viel. So, 56, 70 von 300. Elementary Students in the City 79, das heisst, wir haben 79 Maximum momentan an Schüler. Das ist okay, absolut. Dann mal schauen, wie sieht es da aus. Irgendwie dunkel mit dieser Grafik, stimmt etwas nicht. Weil da ist es im Fokus, da ist es nicht mehr im Fokus. Ist es gewollt? Der Tod Scott! Er ist ein ungebildeter Erwachsener. Er schafft in der Box Factory. Und er geht zum Neighborhood Shop. Das wird wahrscheinlich der da sein. Jawohl. How is the building doing? So, schauen wir mal. Operating normally. Jobs available 1. Also wir haben einen Job frei noch. Und momentan arbeite ich da nochmal Ungebildete. Das finde ich eigentlich schade, aber mit dem haben wir jetzt gleich Abhilfe beschafft. So, was meint denn der? Dynamics hit a wall, few turn, bla 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 bla. Irgendetwas, wo niemand interessiert. Wunderbare Sache das. So, jetzt gehen wir mal schauen, wie sieht es aus mit der Industrie. Also da sind noch 5 Jobs verfügbar. Da sind keine Jobs mehr verfügbar. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Siedlung. Wohnungen. Dings. Dann würde ich sagen, machen wir doch das. Vielleicht so. Nein, eins weiter. So. Ich halte es jetzt immer so klein, weil es einfach mehr. Nein, jetzt gehen wir noch eins über so. Von mir aus gesehen macht das mehr Sinn, als wenn wir da immer eins frei würde lassen. Also am Anfang zumindest. Später kann man dann schon grösser bauen. Aber jetzt für am Anfang dunkt es mich, hat das keinen Wert. Dass man da gross geht, viel Platz einrechnen, obwohl es den gar nicht braucht. So, und dann muss ich da nochmal, ich muss nochmal eine Straße bauen. Weil sonst geht mein Konzept nicht auf. Nein, noch eins weiter. Nein, das war jetzt 1-2. So, das ist genau richtig. Bam. So, und dann können wir da nochmal Pipes hin. Erinnert mich auch Drums und Pipes. Andere Geschichte. So, jetzt haben wir wieder genug Platz für Wohnsiedlung, Wohnsiedlung. Wohnsiedlung. Und dann können wir nämlich dann hier wieder eine Gewerbezone errichten. Mal schauen, ob das etwas bringt. Und sonst machen wir es einfach so. Wahnsinnig, bam, fertig. Dann können wir dann vielleicht hier eine Gewerbezone machen. Weil Gewerbezone tun wir, haben wirklich genug. Das müsste eigentlich langen so. Schauen wir mal, was, ob das etwas gebraucht hat, was ich jetzt da gerade am machen bin. Also die sind recht heftig am Bauen gerade. Strom sollte jetzt eigentlich alle haben. Jetzt sollte man das irgendwie noch zonen können. High Density, bla bla bla. Office Zone, nein. Nein. Irgendwo sollte man doch noch so Stadtteil errichten. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, machen wir doch da noch irgendwo eine Arztpraxis hin. Vielleicht so. Da so. Da. Da ist relativ viel abgedeckt. Das müsste funktionieren. 10.000 kostet das. Nachher haben wir noch 1.000 Stutz Führung. Das müsste funktionieren. Ich hoffe, es funktioniert. Wir werden jetzt sehen. Advisor Help. Ich lese doch das Zeug gar nicht. Hätte ich es doch ausgeschaltet. Ich könnte es eigentlich noch ausschalten, aber jetzt gerade momentan habe ich keinen Bock dazu. Ist das nicht wunderbar?
So, ich komme immer mit der Brille. Ja, ich habe einen Brille an gerade. Ich komme immer mit der Brille an das Mikrofon an, das finde ich nicht so lustig. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr die Länge seht, das Geräusch gehört, wenn das passiert. So, okay. Ah, wir haben ein Worthy Village. So ein kleines Städtchen im Grunde genommen. Unique Buildings. Und wir können Freiheitsstatue machen, sehe ich gerade. Achievements, was auch immer. New Areas, 2 km mal 2 km, keine Ahnung, was das soll bedeuten. Ah, jetzt können wir Districts, also wir können Gebiete auswählen. Wir können Polizei machen, wir können einen zweiten Kredit aufnehmen. Wir können also die Industrie spezialisieren. Und Verträge sind das, so. Dann können wir eine Feuerwehr machen, wir können Polizei machen, wir können ein Unique Building, also so ein Wahrzeichen im Grunde genommen machen. Wir können Forestry Specialization und Agrikultur Spezialisierung. Spezialisierung, genau so heisst das Wort. Dann Power Usage. Wir können zum Beispiel, können wir jetzt mal gleich schnell reinschauen. Aber zuerst gehe ich da mal auf Pause, weil mich dunkt es, also die Polizei braucht es eigentlich schon. Wie viel kostet denn so die Polizei? 12.000. 12.000, das ist ja voll locker. Wieso nicht gerade Polizei da hin? Bam. Und die Feuerwehr. Für die Feuerwehr habe ich keinen Stutz mehr. 12.000 und 10.000 habe ich noch. Das macht aber gar nichts. Da warten wir einfach noch schnell, bis wir die 12 wieder zusammen haben. Aber ich denke, die Polizei ist schon recht wichtig, dass da meine Bürger sich schön artig benehmen. Wieso ist jetzt das eigentlich schon wieder offen? So. Okay, also ich denke, mein Städtchen, das wächst und gedeiht wunderprächtig. Und da sieht eigentlich alles noch ziemlich gut aus. Wie sieht es da aus? 4 von 15, das ist wunderbar, das funktioniert. Was ist das da? Ready to wear LTD. Okay, also da sind keine Jobs mehr verfügbar. Wie sieht es da aus? 4 Jobs sind verfügbar. No. 3, was? Digital Watches making a comeback. This, was? Nochmal. This season. Yesterday's future is today's vintage, so fashion designers. Okay. Also irgendetwas mit Uhren und Zeug und Sachen und das Zeug von heute ist das Vergangene von morgen, bla bla bla, was auch immer. A building has leveled up. Oh! Weil wir so gute Leistungen vollbringen, gehen Teilgebäude ins nächste Level über. Jetzt muss ich mal schauen, was ist denn das? Oh, okay, also ein Wohnhaus und ein Shop. Der Neighborhood Shop, der ist, hat sich ausgebaut und hat jetzt ein paar Stöckchen mehr. Und das hier auch. Mit einem Haushalt. Okay. Schade drum. Okay, jetzt kommen wir hier. Können wir so Verträge aufsetzen? Power Usage. Zum Beispiel. Oh, ups. Energy Conservation is important and the best way to do it by installing energy meters in buildings. Moderately reduced electricity consumption, upkeep 5 Stutz pro Building. Das haben wir natürlich nicht, wir wollen sparen. Obwohl wir dann Strom sparen, aber wer interessiert es? Then cut those shower times in half and guide citizen to more sustainable water usage by installing water meters in buildings. Ja, etwas gleiche einfach mit dem Wasser und smoke detector distribution makes citizen life safer and the fire department's job easier to install. Blablabla. Also im Grunde genommen in jedem Gebäude ein Feuermelder. Da kostet natürlich pro Gebäude dann wieder 5 Stutz und das Geld möchte ich momentan nicht zum Fest rausrühren, sondern ich möchte es für die Feuerwehr ausgeben. So, Feuerwehr.
Du hast da eigentlich gerade noch Platz für Feuerwehr, hä? Ich glaube, da, da ist die Feuerwehr eigentlich nicht schlecht. Also etwa da, dass wir dort noch Platz für eine Strasse haben. So. Das müsste eigentlich funktionieren so.